Es ist ein Weg. Na toll. Sieht man mich? Na, nur wenn ich mir die Taschenlampe ins Gesicht halte. Hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade dabei, meine Seisiger Super Sim Edition Kamera erneut aufzuhängen, weil diese Kamera habe ich ja bereits getestet gehabt mit der Fotoübertragung und hatte auch da ein Video erstellt. Und ich wollte dann ein Video machen, wo ich zeige, wie die Videoqualität der Sendeübertragung ist und dann dementsprechend das gespeicherte Video. In den Menüeinstellungen einzugeben Video 1080p und in dem Sendemenü VGA 480p Versand. Wenn man in dem Modus Foto einstellt, verschickt die Kamera ein Foto. Wenn man den Modus auf Foto und Video stellt, verschickt die Kamera auch ein Foto. So, die Kamera ist scharf. Zeigt sie an durch mehrfaches Blinken, ich glaube 5 Sekunden oder so. Dann lasse ich die jetzt mal hier hängen, gucken, welche Videos ankommen bei mir. Ich schneide euch das Video natürlich wieder zusammen in einem Stück, so dass ihr keinen Zweiteiler sehen braucht. Und jetzt lassen wir die Kamera hier erstmal eine Weile arbeiten. Bis dahin, ja, ihr seht mich ja gleich wieder in der nächsten Sequenz. Ich sehe euch erst in ein paar Wochen wieder. Bis dahin lassen wir die hier erstmal in Ruhe. Man sieht mich ein kleines bisschen. Ich bin gerade im Dunkeln, also fast im Dunkeln, auf dem Weg zu meiner Seisiger. Die hatte ich ja aufgestellt wegen Videoaufnahmen. Die hat mir ein paar Aufnahmen geschickt. Und dann gucken wir uns mal die Aufnahmen an. Hier habe ich was ganz Tolles noch gefunden. Ich wusste gar nicht, dass hier Eberesche steht. Eberesche, von einigen auch Vogelbeere genannt, ist eine fantastische Beere, die man zu einem gewissen Maße roh essen kann. Die ist aber herb. Und man kann daraus Marmelade oder Saft machen, beziehungsweise auch Liköre. Ist eine tolle Beere, die einiges an Vitamine enthält. Aber es gibt viele Leute, die diese Beere nicht roh essen können. Die müssen dann erhitzt werden bzw. gefrostet werden, damit diese Giftstoffe verschwinden. So, da ist es schon. Die Seisiger. Ah, okay, die hat keinen Empfang mehr. Jetzt hat sie auf einmal wieder Empfang. Gut, nichtsdestotrotz. Man kann Seisiger tatsächlich nur mit 4 Batterien betreiben. Es gehören eigentlich 12 rein, aber wenn man 2-2 hinpackt, dann gehen auch 4 oder 2-2 gehen auch 8. Beziehungsweise hier 2-2, da 2-2. Es sind immer die ersten 2 untereinander und nebeneinander miteinander gekoppelt. Also immer als Viererpaar. So, wir haben 21 Aufnahmen. Ein paar hat sie mir geschickt. E plus, okay. Ich weiß nicht, warum jetzt nichts mehr gekommen ist. Vielleicht ist auch nichts mehr passiert hier vor der Kamera. Kann ja auch sein. Nichtsdestotrotz, ich hänge die jetzt ab, zeige euch die Aufnahmen, die sie gemacht hat und die übertragenen Aufnahmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Kamera bei schlechten Empfang auf einmal umstellt auf WVGA. Das ist 480p oder so. Aber okay, gut. Dafür, dass diese Kameras Videos verschickt, ist es noch okay. Kann ich mit leben. Und vor allen Dingen bei der Super Sim Edition, da bezahlt man tatsächlich nur bei versendeten Daten und nicht monatlich. Oder eine Grundgebühr existiert bei der Super Sim nicht. Man verschickt tatsächlich nur, man bezahlt tatsächlich nur das, was die Kamera tatsächlich verschickt.
ein kleines Foto in kleinster Auflösung kostet, glaube ich, 2 Cent. Hohe Auflösung kostet, glaube ich, 3 Cent. Und Video kommt drauf an, wie lang es ist. Bei 10 Sekunden, da sind es dann meistens so 12 bis 20 Cent. Damit verabschiede ich mich. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die auf dem Smartphone gelandet sind. Und gleich danach das gleiche Video, wie das hier auf der Speicherkarte abgespeichert ist. Ich denke mal, die Qualität wird die gleiche sein. Aber sehen wir dann erst auf dem großen Bildschirm. So, das war's von mir. Kurzes Video. Ich wünsche euch alles Gute. Meine Videos kommen immer freitags um 12 Uhr. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, euer Vari. Video machen, wo man in dem Sendevideo